Lieben, willkommen bei meinem neuen Kochvideo mit Monsieur Cuisine. Heute mal wieder ein Blitzrezept, und zwar Spaghetti Carbonara nach original italienischem Rezept. Das heißt, nichts mit Zwiebeln, Sahne oder am Ende sogar Erbsen. Da bei diesem Rezept rohe Eier verwendet werden, sollten eure Eier frisch und möglichst Bio-Qualität sein. Glaubt mir, ihr schmeckt den Unterschied. Außerdem tut ihr was fürs Tierwohl und eure eigene Gesundheit. Hier die Zutaten. 100 Gramm Pancetta, 2 Eigelb, 250 Gramm Spaghetti, 30 Gramm Pecorino und 30 Gramm Parmesan. Wenn ihr wie ich nur Parmesan da habt, geht das natürlich auch. Als erstes den Käse in grobe Stücke schneiden und in den Mixtopf geben. Für 20 Sekunden bei Stufe 10 zerkleinern. Dann den Pancetta in Streifen schneiden. Zwei Eier trennen und in den Mixtopf zum Käse geben. Noch Pfeffer dazu. Deckel verschließen und 20 Sekunden Stufe 5 verrühren. Nudelwasser in eine große Schüssel geben und die Eikäsemasse mit in die Schüssel geben. Dabei den Spatel immer wieder in das Nudelwasser eintauchen, dann löst sich die Masse besser vom Topf. Jetzt den geschnittenen Pancetta in den Mixtopf geben. Auf die Autofunktion anbraten gehen und für 7 Minuten bei 120 Grad ohne Zugabe von Fett anbraten. Keinenfalls höher als 120 Grad gehen, sonst entwickeln sich Nitrosamine und die sind krebserregend. Jetzt nur noch die Nudeln zu der Eikäsemasse dazugeben. Den Speck dazu und gut miteinander vermengen. Jetzt nur noch auf den Tellern anrichten und etwas frisch gemahlenen Pfeffer darüber geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis bald!